Freunde, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr am Start seid, am Sonntagmorgen um 10 Uhr oder je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und zwar wäre es doch eigentlich ein sehr, sehr geiles Format, wenn wir in Zukunft oder wenn ich hier die absolut besten Runden, die ich überhaupt da draußen so finden kann, mal raussuche für euch und wir da zusammen drauf reagieren können in einem Video. Also, dass wir uns die Runde mal anschauen und gucken, was machen diese Jungs in diesen ultra, ultra, ultra krassen, unfassbar schnellen Runden vielleicht anders oder vielleicht können wir da gewisse Dinge erkennen und das können wir uns zusammen, wie gesagt, anschauen. Habt ihr da Bock drauf, Freunde? Das könnt ihr mal direkt am Anfang hier beantworten, dieses Videos. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Däumchen und schreibt es mal in die Kommentare, denn ich habe hier eine Runde zugeschickt bekommen, da können wir jetzt mal direkt reinstarten. Ich würde sagen, wir starten mit der Runde, meine lieben Freunde. So, Freunde, dann starten wir heute mal auf Imola, würde ich sagen. Im AMG ist natürlich eine sehr geile Kombination. Der AMG funktioniert ja einfach richtig krass auf der Strecke. Aber der Tobias Gronewald hat sich gedacht, Leute, 1,39er Zeiten sind ja schon krass. Aber wir machen heute, wir legen noch mal ein bisschen was drauf. Wir legen noch mal ein paar Kohlen ins Feuer und machen einfach mal eine 1,38er Zeit daraus, ne? Kann man mal so machen, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie diese Runde wird. Es wird wahrscheinlich der absolute Wahnsinn. Wir schauen uns die zusammen an und gucken einfach mal ein bisschen genauer im Detail, was wir da so raus erkennen können. Wieso, weshalb, warum das alles so schnell ist. Und ich würde sagen, wir starten. Die Bedingungen verlinke ich mal unten oder schreibe ich unten in die Videobeschreibung rein, weil ich weiß die jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich gehe davon aus, dass sie sehr gut sind. Wir sehen es ist bewölkt. Es ist wahrscheinlich relativ kalt. Aber da habe ich den Tobi jetzt nochmal im Nachhinein gefragt, weil ich das nirgendwo hier erkennen konnte. So, Freunde, dann wollen wir uns mal die Wahnsinnsrunde im Detail anschauen. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was uns jetzt erwartet, weil ich krieg's einfach nicht in meine Birne rein, dass, wenn ich zum Beispiel am absoluten Limit mit einer 1,39,8 oder so bin, dass jemand noch eine Sekunde schneller sein kann. So, für mein Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so, man denkt, man ist am absoluten Limit, aber dann ist jemand einfach noch eine Sekunde schneller und das ist wirklich unfassbar und unbegreiflich teilweise. So, aber wir gucken mal jetzt, was der Kollege hier macht. Also, er bremst hier an, geht sehr weit raus auf den Curb. Also, die volle Streckenbreite nimmt er hier mit. Das gucken wir uns jetzt nochmal kurz im Detail an. Oh, unfassbar, wie er die erste Schikane schon genommen hat. Also, es verleitet einen direkt irgendwie vom rein optischen zu sagen, es ist perfekt gefahren. Aber wir gucken nochmal ein bisschen genau im Detail, wo er hier genau gebremst hat. Das können wir nämlich... Jetzt fängt er hier langsam an zu bremsen. Also, wir sehen auch links diesen orangenen Marker. Den nehme ich mir zum Beispiel auch hier, genau diesen. Den nehme ich mir teilweise oder größtenteils eigentlich so als Marker. Wenn der aus meinem Sichtfeld verschwindet, dann fange ich an zu bremsen. Oder man kann sich auch hier diese betonierte Fläche, diese hier, die kann man sich auch als Marker nehmen und er bremst einfach, ja, ich denke mal, das ist das Limit. Wenn du später bremst, dann wird es einfach unsauber für die Schikane, aber achtet jetzt auch auf die volle Streckenbreite hier. Er ist hier sowas von krass auf dem Curb, ne? Das ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn man leicht auf die Wiese kommt, dann ist die Runde vorbei, aber unfassbar, wie viel, ja, wie, also er nimmt jeden Millimeter quasi mit und zieht euch jetzt auch mal rein, er ist jetzt... Also, du bist eigentlich noch gar nicht in der Schikane drin und er ist jetzt schon wieder voll auf dem Gas. Das ist wirklich sehr beeindruckend, weil ich war normalerweise immer erst hier so ungefähr voll auf dem Gas. Also, er ist da bestimmt, weiß nicht, 5 Meter, 10 Meter früher auf dem Gas noch. Und die Linie, die er jetzt auch hier durchnimmt, normalerweise wird man denken, er kommt jetzt hier ein bisschen weit rechts rüber. Aber er cuttet hier so krass über die Würstchen drüber, hält das Auto dabei stabil. Kommt jetzt hier eigentlich fast ein bisschen zu weit nach links, aber dafür, dass er hier die Curbs wieder richtig krass attackiert, schafft er es einfach in einem perfekten Winkel und mit einem sehr kurzen Weg durch diese Schikane durch. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch so unfassbar schnell, diese erste Schikane hier. Können wir uns nochmal insgesamt angucken. Ich lasse die Runde auch zum Schluss einfach nochmal komplett durchlaufen, Freunde. Dann könnt ihr nochmal diese ganze Wahnsinnsrunde am Stück sehen und ja, euch nochmal genauer ein Bild machen. Aber jetzt erstmal erste Schikane. Seht ihr das? Er ist eigentlich, bevor die Schikane anfängt, schon wieder voll auf dem Gas. Unfassbar. Ja, und wenn du die hier so spitz nimmst, dann ist die Gefahr, dass du hier zu weit rauskommst. Aber er hat es einfach perfekt getimt. Jetzt hier diese zweite Schikane. Bleibt hier sehr weit links. Ist hier auch wieder sehr früh auf dem Gas. Kommt hier perfekt eigentlich ganz weit raus auf den Curb. Und genauso musst du es machen. Aber auch wie krass stabiler das Auto hier beim Reinlaufen hält. Ne? Das finde ich wirklich sehr beeindruckend, weil... Ich kenne es nur so, wenn ich da sehr, sehr schnell sein will, dann musst du den AMG immer so ein bisschen reinwerfen in die Kurven. Ihr kennt das ja, wenn das Heck dann so ein bisschen mitkommt. Aber hier, seht, zieht es euch rein, wie stabil das ist. Zack. Und jetzt wieder voll auf dem Gas. Sehr schön clean, sehr schön sauber gefahren. Hier geht er sogar in den ersten Gang runter, hält das hier
Okay, das ist schon krass, ne? Also ich bleib hier normalerweise im zweiten Gang. Aber er holt auch nicht weit aus, sondern er zieht direkt nach innen. Seht ihr das? Hält die Kurve ganz, ganz eng, also den kürzesten Weg und ist dann trotzdem schon relativ früh wieder auf dem Gas. Ne? Also im ersten Gang muss man sowieso immer sehr vorsichtig sein. Vor allem im AMG, weil es da sehr zickig wird. Aber es ist einfach super clean gefahren, Leute. Es ist super clean gefahren. Es sieht sehr unspektakulär aus. Aber es ist einfach verdammt schnell. Also das kriegt man teilweise echt nicht in seine Birne rein. Und das ist, glaube ich, auch dieses Geheimnis. Du musst das Auto am Limit bewegen, auch von den Kurvengeschwindigkeiten, von allem drum und dran. Auch hier einmal kurz anbremsen, reinlaufen lassen. Und wieder voll durchlatschen. Immer die volle Streckenbreite mitnehmen. Hier im vierten Gang sehr weit raus auf den Curb, damit du hier einen guten Winkel hast für diese Bergaufpassage. Und ihr seht es auch einfach unten rechts immer. Ne? Es ist sehr aggressiv, aber trotzdem sehr kontrolliert, aber am Limit. Ne? Also nicht überm Limit hinaus, sondern immer so gerade eben am Limit. Ne? Und das ist, wie gesagt, das ist ja kein Geheimnis, aber das ist einfach der Skill, den man hat, wenn man zum Beispiel dieses Auto studiert hat, wenn man ein perfektes Gefühl für das Auto bekommen hat, wenn man Verständnis für das Auto bekommen hat, was das Auto in welchen Situationen macht und was im Endeffekt schnell ist. Weil manchmal hat man auch ein falsches Verständnis davon, was schnell ist. Dann denkt man, okay, ich muss die Kurve so fahren, um schnell zu sein, aber im Endeffekt muss man es ein bisschen anders machen oder das Auto ein bisschen anders positionieren und so weiter und so fort. Wie ihr zum Beispiel gerade in dieser links bergauf dann gesehen habt, da bin ich immer im zweiten geblieben und der Kollege ist in den ersten Gang, weil es vielleicht insgesamt einfach schneller ist und ich dachte immer, es wäre im zweiten Gang schneller. Aber wir gucken uns nochmal hier diese, ja, Aqua Minerali heißt die ja, diese Kurve, glaube ich. Ja, wenn man da so weit raus auf den Curb kommt, da kannst du auch mal das Auto nach außen ziehen. Auch hier schön eng gehalten die Linie, jeden Meter wirklich abkürzen, den man abkürzen kann von der Linie her. So, jetzt hier die Schikane, da bin ich echt gespannt. Er cuttet sie halt perfekt. Er cuttet sie einfach perfekt. Also so, Leute, Schikanen-Tutorial für Imola. So soll man diese Schikane fahren. Genau so. Ganz weit wieder nach außen, einen schönen Winkel verschaffen, zweimal den Curb voll mitnehmen, sodass du so gerade eben an der Track Warning bist oder an der ungültigen Runde. Aber das Auto geht da einfach wie Butter drüber. Ne? Wie das heiße Messer durch die Butter, wie man so schön sagt. Voll über den Curb, früh wieder auf dem Gas sein und dann auch jeden Millimeter wieder mitnehmen. Also sehr, sehr beeindruckend diese Runde, muss ich wirklich sagen. So, jetzt hier letzte Kurve oder letzten zwei Kurven anbremsen. Ja, man kann eigentlich nicht mehr viel zu sagen, Leute. Im Endeffekt ist es die Perfektion in eine Runde. Und selbst da wird wahrscheinlich der Kollege noch sagen, hier und da war noch eine Zehntel drin. Weil es ist einfach so, diese Limits verschieben sich immer weiter, Leute. Wir gucken uns nochmal die letzten zwei Kurven eben kurz an. Also er geht hier, wie gesagt, voll auf den Curb raus. Jetzt ist er wieder voll auf dem Gas, geht hier auch wieder voll weit raus, nimmt hier den vollen Schwung mit, die optimale Kurvengeschwindigkeit, schön früh auf dem Gas und ja, für die letzte Kurve. Ich hatte mal so ein paar Probleme mit einem leichten Übersteuern bei dem AMG in der letzten Kurve. Hier hält er auch die Linie ganz eng, um jeden Meter wieder zu sparen. Und dann ist es einfach die 38,8, Freunde. Ihr seht es unten rechts, ein 1,38,8. Heftig. Ich lasse nochmal kurz die Runde durchlaufen und genieße es einfach mal, Freunde. Lehnt euch zurück und schaut euch einfach nochmal hier und da ein bisschen was ab. So, Freunde, dann lassen wir die Runde einfach nochmal im Hintergrund laufen. Und ihr könnt mir schon mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Bock darauf, dass wir da mal so ein Format draus machen, dass wir hier auf die absolut krankesten Runden, die wir da draußen überhaupt finden, mal ein bisschen reagieren, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch immer was lernen oder ich kann auch was daraus lernen aus diesen Runden, weil wenn man mal ein bisschen genauer ins Detail schaut, dann kann man sich vielleicht hier und da gewisse Dinge abgucken, die man auch für seine Runde wieder übernehmen kann und die man vielleicht anders machen könnte. Deswegen, ich finde, das ist schon insgesamt eine sehr geile Sache, aber ja, wo ich das gesehen habe mit der 1,38,8, da dachte ich mir von vornherein, wie soll sowas möglich sein? Das hat sich sogar gereimt. Alles, was ich reimt, ist gut, Freunde. Aber ich denke mal, vielen Leuten geht es so. Egal, ob sie jetzt 1,44er Zeiten fahren, dann denkt man, boah, wie kann man nur 1,42er Zeiten fahren? Aber auch wenn man zum Beispiel mal eine 1,39 gefahren ist, so wie ich, dann denkt man sich, wie soll denn eine 1,38 gehen? Ne? Also wir sind da alle in der gleichen Position, sage ich mal. Das Limit verschiebt sich dann immer weiter. Aber ja, grundsätzlich habe ich da schon extrem Bock drauf. Also, wenn ihr Leute kennt oder vielleicht seid ihr sogar selber einer von denen, die unfassbare schnelle Runden fahren. Ne? Also, ihr könnt mir da auch mal gerne was zuschicken auf Discord oder
mich mal darauf hinweisen. Ich kann auch auf den Tortellini, auf den Jardi, auf, keine Ahnung, auf diese schnellsten Jungs der Welt im Endeffekt, kann ich auch mal gerne reagieren. Und wir gucken uns da zusammen einfach was an, Freunde. Aber diese Runde hier im Hintergrund, sehr, sehr beeindruckend. Also Tobi, einfach mal ein Däumchen da lassen für den Tobi, Tobi Grunewald. Und Respekt auf jeden Fall für deine Runde. Vielen Dank, dass du mir die zugeschickt hast. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Check gerne meine Simracing-Tutorials aus und meine Streckenguides. Dann lernt ihr auf jeden Fall die Strecken an sich oder auch gewisse Techniken weiter zu verinnerlichen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos, meine Lieben. Haut rein. Ciao.